Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Und wenn ihr uns beide hier zusammen seht, dann wisst ihr ganz genau, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Vinylstube mit Marco und mir, Kayo. Ja, letzte Folge war im November, ist die rausgekommen mit dem lieben Bernhard aka Action Horn von Callejon, die damals ihr Album veröffentlicht haben. War eine sehr, sehr schöne Folge, haben auch positives Feedback von euch erhalten. Und tatsächlich ist es so, uns gibt es jetzt 2 Jahre. Wir haben Ende Februar die erste Vinylstube rausgeballert. Weil ich eben den Poster da. Ja. Dachte ich mir so, ja. Krass, dass es schon 2 Jahre ist, dass wir das hier machen. Ja. Und natürlich geht ein Dank auch an euch raus. Und wir haben uns gedacht, wir möchten die neue Staffel mit einem Thema starten, ja, was uns halt auch selber beschäftigt, wenn es gerade darum geht, gebrauchte Platten zu kaufen. Und zwar, wie werden eigentlich Platten richtig einsortiert im Grading? Das bedeutet, wenn man auf irgendeiner Internetplattform oder beim Händler eine Platte in der Hand hält und der schreibt dann drauf, die Platte ist Mint oder Near Mint sealed, und dann seht ihr so, okay, die soll sealed sein, ist aber komplett offen und abgeranzt und möchte dafür 100 Euro haben. Ja. Und deswegen werden wir hier so ein paar Sachen einschätzen, euch ein paar Beispiele zeigen. Wo du schon sagst, Händler oder halt bestellen, ich sag jetzt mal bei Discogs, ne? Und du hast ja beim Händler immer noch die Chance, dann wirklich hinzugehen, ey, sag mal, das ist doch nicht wirklich dieser Zustand. Ne? Da, wenn du bestellst, hast du dir den Ärger erstmal, was machst du jetzt damit? Regst du dich jetzt tierisch auf? Ja. Legst du dich mit dem Verkäufer da an? Schickst es zurück? Was machst du? Ne? Und bei mir war es jetzt tatsächlich so gewesen, habe ich dir auch sofort geschrieben. Und du halt auch noch so gesagt hast, so, ey, ich habe dasselbe gerade auch durchgemacht, deswegen kam das Thema auch, dass wir das unbedingt mal machen möchten. Ich habe mich ultra auf eine Platte gefreut, habe die eigentlich sehr günstig geschossen, aber das machen wir gleich. Wir haben ja noch eine Near Mint, eine Sealed-Platte. An dieser Stelle geht raus, vielen lieben Dank an Nuklearblast, die uns das Ganze hier zur Verfügung gestellt haben. Und zwar ist das hier von Dimmu Borgir, kann ich nicht aussprechen. Ich blende das hier ein. Ich bin nicht so im Black Metal bewandert, weil das Album von denen, das bekannteste eigentlich so von, glaube 2001, mit Studioaufnahmen, also beziehungsweise Demoaufnahmen zu dieser Platte. Ja, dann machen wir mal aus der Mint-Platte schon mal eine. Genau, machen wir eine Near Mint, weil die ist ja sealed. Ja. Und was man noch dazu sagen muss, genau, so, ihr bekommt einmal hier das Album einer Remastered- und Remix-Version und dann halt diese Demo oder was sagst du, so Vorproduktion. Genau, Vorproduktion sind das irgendwie aus dem Proberaum oder so oder schon Studio, die Entwürfe. Mhm. Genau, und das Album von 2001 ist dann nochmal remixed worden und remastered. Und ballert. Also wir haben es ja gerade mal Probe gehört, im digitalen Vergleich. Da sind mir die Ohren weggeflogen. Ja. Obwohl es nicht meine Musik ist, so Black Metal, aber... Ja. Das Album ist schon geil. Fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Das macht schon Spaß. Also das habe ich schon so wie so ein Buch halt gemacht. Ne? Ja. Schön dick. Und auch eine geile UV-Lack hier Veredelung. Ja. Also das glitzert hier. Ich will das mal kurz so zack, 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 zack. Ich gehe mal schwer davon aus, wenn da jetzt gerade auf dem Sticker Black steht, dass das auch in farbigen Vinyl das Ganze gibt. Aber was für Farben jetzt da existieren, kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Black Metal, schwarzes Vinyl muss, glaube ich, auch sein. Ja. So, was haben wir denn hier? So, gehen wir die Schachtel. Ja. Mal hier hin. Ja, was haben wir hier? So ein schönes, die Herrschaften hier, die gucken auch immer alle so grimmig, ne? Ja, ohne Corpse-Pain. Ich habe dir gesehen, war das, glaube ich, im Vorprogramm von Creator? Das ist mal hier so ein schönes, großes Bild mit dabei. Die haben ja mit 2018 mit Creator getourt. War schön zu fotografieren. Ja. Das war es dann aber auch. Ja, schönes Booklet auf jeden Fall, cool aufgemacht, mit den Texten nochmal dabei. Alter, das ist ja auch mit UV-Lackiere. Ja, also haben die hier schon echt dran rausgehauen, muss man sagen. Ja, okay. Dann ein Poster. Riechst du auch immer dran? Mhm. Ich liebe das auch, wenn das so richtig noch frisch. Ich habe auch früher immer an Tageszeitungen gerochen. Was sind deine Hobbys so? Ja, ich rieche an Tageszeitung. Poster nochmal, also von beiden Platten halt. So, jetzt sind die auch nochmal verschweißt, also auch nochmal sealed. Hier, das ist die mit den... Genau, das ist die Vorproduktion. Genau, also im Grunde dieselben Songs drauf. Ne? Dann steht auch hier vorproduzierte Songs sind drauf und dann nochmal instrumental.
das Ganze. Steht ja hier sogar auf der Rückseite drauf. Ja. Ich habe das nochmal hier in die Kamera. Genau. Also Full Package Fans von dem Album hier. Finde ich immer ganz geil, wenn Bands nochmal so das Album re-releasen und dann noch was dazugeben. Mhm. Und dann hörst du, hast du aber auch so wirklich was für dein Geld und auch einmal so einen Unterschied. Einmal, wie klingt die Platte aktuell mit einer fetten Produktion, die ballert. Ja, ja. Und dann halt noch so ein bisschen, ich nenne es mal Gimmick mit Vorproduktion und so ja, instrumental. Ja. Ihr habt ja auch mal mit Caliban sowas Ähnliches gemacht, die Zeitgeist-Tear. Ja, ja, aber die Songs sind ja komplett verändert worden. Also ja, stimmt. Die sind ja nicht 1:1. Ja, das ist ja im Grunde remastered, nochmal aufgewertet, ne, also versucht nochmal im Studio das Beste rauszuholen, nochmal drüber gegangen. Es gibt, manche Sachen sind halt echt misslungen. Ich weiß halt nicht gerade, wie die Originale klingt, muss man mal so hin und her schalten. Mhm. Das klang auf jeden Fall jetzt ganz cool, wo ja, ich es auf jeden Fall weiß, und da freue ich mich immer noch nicht mit an, sind die ganzen Megadeth-Sachen. Die gibt's ja bei Spotify und das sind die überarbeiten. Da sind halt manche Sachen dazugekommen, wie irgendwelche Orchestersachen, naja, die gefallen mir einfach nicht. Also wenn man die alten Songs so kennt, damit groß geworden ist, dann hat man die so im Ohr und möchte die auch so hören. Ne? Und das Schlagzeug klingt dann so irgendwie, ja, ist nicht so meins. Also ja, wenn man die, glaube ich, als erstes hört und damit groß wird, mit den Spotify-Versionen, ist das vielleicht cool. Mhm. Ich werde damit nicht warm, also... Ja. Ja, aber hier eine schöne Box. Auf jeden Fall, ich finde, das fühlt sich halt auch richtig geil an. Ich sag mal, würdest du jetzt reinsetzen, dann wäre es Near Mint. Also ich sag mal, so Mint ist ja so die Königsdisziplin. Ich glaube, keine Platte ist komplett Mint, weil ich sag mal, du hast immer irgendwo einen Fingerabdruck drauf oder eine leichte Ecke, eine leichte Delle drin. Ja. Also so ein Grading, sag jetzt mal, 10 von 10 Punkten ist schwer, gibt es auch, aber hier, das würde ich jetzt so als Near Mint einkategorisieren. Ja, das ist halt auch echt noch einwandfrei, ja. Vor allem die Platten halb an sich nochmal drin. Gut, man weiß jetzt nicht, wie sie aussehen. Ich habe sie ja nicht ausgepackt. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass die im 1A-Zustand sind. Aber ja, das ist eine gute Qualität von... Wie würdest du deine Plattensammlung zu Hause einstufen? Komplett? Ja, so komplettes Grading? Durchschnitt. Ja, so Durchschnitt. Na, da will ich mehr schon. Mint? Oder Near Mint. Also wie gesagt, ich würde schon sagen, also Mint ist... Ist schon brutal, also das geht eigentlich gar nicht. Wenn du die Platte ja schon alleine 4-5 Mal gehört hast, ist es ja schon eine Abnutzung drin. Ne? Der Durchschnitt ist Near Mint Minus, eher so um den Dreh. Aber dadurch sage ich mal, dass ich viele Sachen mir selber gekauft habe und auch darauf achte, wenn ich mir eine Platte neu hole, dass sie einen sehr, sehr guten Zustand hat, würde ich... Die gesamte Kollektion, da sind jetzt, weiß nicht, fast 700 Platten drin, ungefähr so einkategorisieren. Aber natürlich gibt es da auch Abstufungen drin, aber der ist dann so minimal, dass das jetzt nicht in der Gesamtheit halt so einen Einfluss hat. Ja, genau, aber genau, und dann kam etwas, was du gesehen hast, haben wolltest. Ja, ich wollte die unbedingt haben, die Genesis-Platte. Welche ist das, die? The Lamp Lies Down on Broadway. Und die ist... Die hast du wie gesehen im Internet? Also wie war die geclaimed? Very Good Plus. Also unter Mint gibt es dann Very Good Plus. Ja, das ist eigentlich schon ein sehr guter Zustand. Ja. Ne? Ich kaufe viele Sachen in... Very Good. Ja, weil der Preis auch immer cool ist. Ne? Und ich habe jetzt hier für 7 € bezahlt. Der Nachteil bei Discogs ist ja... Oder ich bin so blöd, ich habe es nie rausgefunden. Du siehst nie, dass die Version, was der Verkäufer gerade hat. Mhm. Der macht ja keine Bilder. Ja, ja, du hast ja so ein Allgemeinbild von der Platte, von der Version, aber nicht, wie sie tatsächlich auf Bildern aussieht. Du hast halt immer nur eine Beschreibung. Dann schreiben halt manche noch als Kommentar auf dem Cover Kugelschreiber, Kritzel oder irgendwie Sticker oder sowas. Ja. Bei ihm war halt jetzt gar nicht, ich möchte den Verkäufer jetzt auch gar nicht schlecht reden. Also, doch, kann man. Ja, ich glaube, da war sehr viel Unwissenheit dabei, weil ich habe im Nachhinein auch geguckt, der hat nie was verkauft gehabt. Der hat sich ganz neu da angemeldet. Wahrscheinlich hat er irgendwie Platten zugesteckt bekommen, Speicherfund oder sonst was. Ich weiß, also die riecht nach Keller irgendwie und
Also das Gute ist ja bei Discogs, für die, die das nicht wissen, müsst ihr einfach mal gucken, Discogs, Record Grading, da kriegt man eine Tabelle, was bedeutet Mint, was bedeutet Near Mint, was bedeutet Very Good Plus, und da sieht man ungefähr eine Richtlinie, was das quasi beinhaltet. Und ich sage jetzt mal, wenn du sagst Very Good Plus, da siehst du, okay, es ist eine gebrauchte Platte, die hat ein paar Macken am Cover, aber trotzdem kannst du die LP, die kannst du abspielen, hier und da gibt es ein so Unebenheiten, so leichtes Knistern oder Grundrauschen, aber es ist noch, sag ich mal, in einem guten visuellen Zustand. So, also, und dann gehen wir auf die Eigenschaften ein, die du dann tatsächlich hier bekommen hast, unter Very Good. Ja, also man fängt, also ich habe die ausgepackt und dachte so, Alter, gut, das würde ich alles noch gelten lassen. Also hier so Knicke an der Ecke, ne? Aber das Schlimmste ist halt diese Sache. Das geht halt irgendwie gar nicht. Ne? Sie ist halt irgendwie, keine Ahnung, feucht gewesen. Mal irgendwie richtig mal vom Tisch gefallen. Jetzt wird es ein bisschen eklig. Geh mal rück, kannst ruhig ein bisschen näher rangehen an die. Also wenn man das mal... Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Diese ganzen gelben, als ob da einer mal nach einer Party draufgekotzt hat. Ne? kann ja gut sein. Ne? Bei Genesis arbeiten kann ja schon mal was eskalieren. Also das Geräusch finde ich schon sehr widerlich. Mm. Wo man, der Druck der Innenhöhlen. Ja, der Staub drin ist. Die Platte sieht auch... also beides wurde bewertet mit Very Good Plus, muss man dazu sagen. Also das Cover und die Platten. Mhm. Hier zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da sind irgendwelche Reste einer Party noch drauf. Also ich habe sie extra noch nicht gewaschen. Mhm. Ich habe sie mir nämlich dann ein paar Tage später gesagt, so ey Arschlecken, ich kaufe die jetzt in der Innenstadt. Und neu, ne? Ich habe sie mir neu geholt, weil ich habe jetzt auch keinen Bock gehabt, da nochmal noch eine gebrauchte mir zu holen. Ja, weil das Ding bei der Platte ist, die hat sehr viele ruhige Passagen. Hm. Die ist so streckenweise wie die Animals von Pink Floyd. Oh. Und die hat halt sehr ruhige Passagen. Und wenn es da dann irgendwie scheppert oder springt oder knistert so extrem, dann nervt es halt einfach. Und dann ist halt so schade um die Musik. Und dann habe ich es halt komplett sein gelassen. Habe mir die dann, wie du da oben schon siehst, einmal in neu geholt. Ja, habe den Herren ja mal angeschrieben, was das dann sollte. Ja. Und der meinte halt so, ey, keine Ahnung, schickst du zurück und ich gebe dir das Geld zurück. Ja, geil. 7 Euro Platte, Marco muss die zurückschicken. Ich weiß nicht, der Versand, wenn du die versicherst, ist ja schon um die 7 Euro mit DHL jetzt und plus minus null. Mhm. Also, ja, was halt schlimm ist, halt, das ist halt, also liebe Freunde da draußen, das ist nicht Very Good Plus. Also für mich ist das eher schon gut, fair. Ja, fair. Oder pur. Ja. Also das ist halt, das sieht auch schrecklich aus eigentlich. Ich, und zum Vergleich, ich habe hier meine berüchtigte Metallica-Platte. Ich halte die mal hier in der Kamera. Das war im Flohmarkt, ein Flohmarktfund für 1 Euro. So sieht das Cover halt hier aus. Vorderseite, dann hier die Rückseite, hier ist was ausgeschnitten. Dann, ich komme mal her, dann sieht man das so ein bisschen. Ich hoffe, die Kamera schaltet hier ein bisschen scharf. Ne? Die ganzen Ecken sind abgenutzt. Man kann auf der Rückseite zumindest hier so ein bisschen erahnen, dass hier die Schallplatte drückt sich halt durch. Ringspoon nennt man das umgangssprachlich. Und dann die LP selber, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehr gut erkennen kann, aber die ist halt staubig, die ist dreckig, da sind Kratzer drauf und auch beim Abspielen hört man so ein Grundknistern. Also das ist irgendwo fair oder pur. Man sieht auch hier das Label, ne, in der Mitte, das Loch da drumherum ist beschädigt. Und aber Roadrunner-Version, ne? Ja. Da war wohl jemand Cliff Burton-Fan, ne? Den haben sie ausgeschnitten. Den haben sie ausgeschnitten. Dachte, der ist tot, den braucht man nicht mehr. Aber ist nicht weit weg von dem, was du hier hast, was ich damit sagen wollte. Ja. Und wie gesagt, für 1 Euro Master of Puppets. Geil. Ja. Dann gibt es eine Geschichte, die wurde als Very Good verkauft.
Ja. Ja, also die hat ihre Macken. Ja, auf den ersten also was Blick. Jetzt, das finde ich echt nicht schlimm. Ne? Die stand im Regal. Mhm. Die Platte ist von, keine Ahnung, ich glaube, die kam 78 oder so raus. Ist gekauft worden, vielleicht dann 80, weil es ein Repress ist oder sowas. Ne? Mhm. Ey, die Platte ist, ne? Klar, da ist lose, ne? Aber. Das ist very, ja. Die ist. Ich habe sie zwar geputzt, ne, aber die war halt auch sauber und die läuft auch rund. Ne? Also da ist halt echt ja, ein bisschen Staub jetzt von mir noch drauf. Aber da, die läuft einwandfrei rund. Ne? Da ist halt nichts dran. Und ja, ich würde die jetzt tatsächlich wirklich als very good durchgehen lassen. Das kann man kleben mit einem Prittstift. Ne? Das ist nichts wie bei dir jetzt rausgeschnitten oder so. Das ist einfach durch das Alter der Kleber von der Wärme aus dem Zimmer oder so, weißt du, hat sich das gelöst. Ne? Muss ich einfach mal wieder kleben. Ich habe es aber extra so gelassen. Würde ich jetzt sagen, kann man so gelten lassen von der Benotung. Ja? Ich habe eine Platte gesehen und habt quasi mit dem Händler darum so ein bisschen geschakert, so, hey, ist das verhandelbar? Weil er sagte so, ja, die hat so einen kleinen Seam-Split hier unten und ja, und hier, das ist eine bedruckte Innenhülle und das Blöde ist halt bei bedruckten Innenhüllen ist so das durchgegangen, ja? Genau, ist das durchgegangen und die Platte ist jetzt auch 15 Jahre alt. Ich weiß nicht, was er haben wollte, 40 Euro oder so. Und dann habe ich gesagt, so, okay, guck mal, du hast die ja hier eingestellt als, also Near Mint Minus, Mint, so eher Near Mint Minus Bereich. Aber schau mal, du hast ja hier einen Seam Split und dann hier die bedruckte Innenhülle. Klar, die Platte, wenn man die auch so sieht, die ist im sonstiges im schönen Zustand, so, auch wenn das halt hier, man kann es so ein bisschen sehen wie eine UV-Lackierung, das ist halt nicht so matt. Mhm. Manchmal wird das halt so matt nach der Zeit, du hast kein Ringspoon und die LP, die ist im Top-Zustand und dann habe ich den inklusive Versand, also mit 30 Euro habe ich den dann gehandelt. So. Und das ist auch, also ich wundere hier wegen den schwarzen Macken, das ist halt so ein bisschen angehaucht, marbelt. Top-Zustand. Da war ich ja glücklich. Wie würdest du das Cover einstufen jetzt dadurch? Auch noch Mint? Ja, das Cover schon. Also klar, das ist ein Seamspit, aber der ist so, also, ist auch nur so ein halber Seamspit, sag ich mal. Das ist, da kann ich noch mit leben. So, das ist nicht Mint, das ist Near Mint Minus so. Und klar, wie gesagt, diese Ecken, die hast du immer, das hast du immer, das ist so. Geht schnell in dem Pappe, Genau. Und für den Preis und wie das halt reingesetzt war, der ist dann nochmal runtergegangen. Und das ist auch eine Platte, die auch selten tatsächlich ist, war der Preis vollkommen in Ordnung für das, was das da reingestellt war, weil der war doch so ein bisschen einsichtig und dass du dann sagst, okay, das war dann fair. Mhm. Die riecht auch nicht, die oder ganz normal, sehr gut aufbewahrt. Ich muss dazu sagen, das ist auch so billige Qualität. Ne? Wenn du die Pappe hier so fühlst oder so, das ist jetzt nichts Besonderes oder so. Das ist so labbrig und für den Zustand. Ja. Kann man halt machen, ne? Ja. Genau. Ja, ich habe jetzt auch noch eine. Die wurde, ich finde, ja, ich hätte der Platte eher Very Good Plus gegeben. Von dem Udo hier. klar, da ist halt ein Aufkleber vom Preisschild. Finde ich halt irgendwie, das hat irgendwie noch Charme. Ja, also so, die ist halt damals per D-Mark-Preisen gekauft worden, 16,90 Mark. Ist ja auch nicht wenig gewesen. Ne? Mhm. Die Platte kam 74 raus. Wenn die tatsächlich zu dem Zeitpunkt gekauft wurde, 1974, knappe 20 Mark, ist schon viel Geld gewesen. Glaub, ja? Also ich würde die ist als Very Good verkauft worden. Ich finde die aber eher schon Very Good Plus. Ne? Also die läuft einwandfrei durch. Da ist nichts geklebt, ne? Also ist nichts locker. Da ist noch die alte Folie sogar noch drauf vom Werk. Die kannst du abziehen. Ach, krass. Ja, ja, die Schutzfolie vom Dings ist noch drauf. Die hatten früher auch manchmal so komische, ja, wie so Bügeldings ist. Wenn du Pech hast, ich lasse lieber dran, reißt du das Cover mit ab. Ja, und Telefunkenausgabe und die Platte ist. Ach, krass, ja, nee. Also die, da ist nichts. Kratzermäßiges, die läuft wirklich gut durch. Ne? Ja.
Ja, und da hätte ich jetzt gedacht, so, also, das finde ich immer cool, so, der hat sie halt drunter rausgehauen, ne? Meine, die hat 5 Euro gekostet jetzt. Ah, also, komm, ja. Also, ich habe extra wegen der Genesis gedacht, komm, ich kaufe jetzt mal 2, 3 Sachen, die du eh haben willst, jetzt aber nicht unbedingt so ultra Wert drauf legst, dass das 100% ist, was dann kommt. Und um euch halt mal ein bisschen zu so zeigen, was es da so Unterschiede gibt. Ne? Ja. Dann habe ich hier noch ein Stück, das ist ein Import aus den USA. Matt Wayne, das ist deren viertes Album, New Game, kam 2008 raus. Die Vinylversion nur in den USA erhältlich und jemand aus Österreich hatte die auf Discogs drin. Und normalerweise kostet die Platte 150 bis 200 Euro und er hat sie für, glaube ich, 120 drin gehabt und du kannst ja dann normalerweise ein Angebot machen. Ich habe dann mit ihm geschrieben, habe ihn dann auf 80 runter bekommen. Und das feine Stück war tatsächlich als Near Mint drinne. Ja, aber sehe ich ja schon oben die Ecke da und so. Das ist ja schon so ein... Genau so, also die Ecken... Da ist ja auch ein bisschen... Genau so, ich gehe mal ein bisschen ran, man sieht es ja, ne, Klassiker. Die Ecken ist so ein bisschen eingedutscht und hier eingedutscht. Und dann hier unten... Wo ich wiederum sage, ja, das ist halt das Problem, generell so bei Single Folds, ne, dass, dass die Ecken halt einditschen. Es ist, ja, es ist nicht Mint, es ist Near Mint, ist irgendwo noch dran, so die originale Folie ist drum mit dem Hype-Sticker. Das Inlay, das ist top, muss man dazu sagen, und die Platte auch, also das ist halt kein Knistern, kein Rauschen. Muss ich nochmal waschen. Aber ja, im Grunde ist die halb echt noch. Ja, wir reden hier nicht von Very Good Plus oder sowas. Ne? Es hat noch drüber, finde ich, vom Zustand. Ja, also das ist noch. Obwohl du ja schon sehr nerdy bist. Ja, das stimmt. So. Und für den Preis, also ich finde auch immer, so gewisse Dinge muss man dann auch mit dem Preis irgendwie so kalkulieren. Wenn dann jemand, was weiß ich, jetzt 150 dafür genommen hätte, dachte ich so, nee, das wäre mir jetzt zu viel gewesen, generell für eine Platte. Und hier, ja, stimmt halt so Preis-Leistung, weil es auch ein Ding ist, was halt relativ selten irgendwie online kommt. Es ist halt irgendwie auch schwierig, ne? Also ich konnte mich wirklich auf, das hat mir jetzt so ein bisschen... Mit diesem Very Good Plus bei der Genesis hat mir so ein bisschen den, ich sag jetzt mal, den Mut rausgenommen, einfach blind den Zustand zu bestellen. Weil ich habe eigentlich immer wirklich Glück gehabt damit. Also was heißt Glück? Also meine Vorstellung ist halt von Very Good Plus, das Cover hat halt leichte vielleicht Macken, da ist vielleicht ein Preisschild drauf. Da kann man, keine Ahnung, wenn auf dem Gesicht was ist, gekritzelt, ey, alles so gut. Weißt du, wenn das eine teure Platte eigentlich ist, in Mint, ne, oder in sonst was, in Zustand. Und dadurch aber durch Very Good Plus vielleicht 20 Euro billiger ist, ne, dann ist das für mich okay, dass da irgendwas ist. Ne? Aber keine komischen Flecken auf der Platte, kein Cover so geknicke, das ist für mich kein Very Good Plus. Ne? Und das hat mir irgendwie seit der Platte ein bisschen so... ja, wie soll ich sagen? Ja, die Lust? Die Lust nicht, den Mut, weißt du, so, dass ich einfach so dass ich mich drauf verlassen kann, ey, das ist dieser Zustand, das kann ich holen, damit bin ich eigentlich zu Hause glücklich. Ja, verstehe ich. Ja. Jetzt habe ich noch eine Platte von meinem Papa, die ist, glaube ich, älter, wie ich es bin. Auf jeden Fall schon... 64, ne? Ja. Ja, also der Festival war 64 aufgenommen worden, American Folk Blues. Die haben damals eine komplette Reihe rausgebracht. Da gibt es halt 65, 66, 67, irgendwie bis in die 80er hat mein Vater irgendwie alle Platten gehabt. Und ich habe die irgendwie auch noch gefunden damals. Die ist halt... Ne? Das ist halt, die ist halt durch. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht, wann er sie gekauft hat. Ne? Man sieht es, ne? Cover ist vergilbt und dann hier die Seite. Ja. Die Platte an sich läuft gut, die hat aber schon... Abnutzungserscheinungen, Nur die Kratzer. Ja, sehr starke Abnutzungserscheinungen.
Aber die läuft. Also die läuft wirklich gut durch. Die springt nicht. Ne? Cover. Ja, das ist pur, würde ich schon sagen. Ne? Also es ist halt Schrott eigentlich. Also wenn man als Sammler und schöne Platten im Plattenregal stehen lassen hat, ist das halt echt kein schöner Zustand. Ne? Also wird man sich nicht so keine Ahnung, reinstellen. Ne? Also die Platte ist halt wirklich gut. Ne? Was man machen kann, ist natürlich auf einer Börse gucken, ob man diese Version findet, das Cover austauscht und einfach die Platte, wenn die andere schlechter ist, austauschen. Ja, das kann man natürlich. Das kann man, sowas könnte man ja durchaus machen. Ja. Ne? Ich denke auch, einige machen das auch wahrscheinlich, ne? Wenn die dann irgendwie eine Erstpressung haben, wo das Cover voll runter ist und die Platte aber 1A ist, kann man das ja durch. Ja. Auf jeden Fall machen. Ja. Ja. Du hast noch eine oder? Nee, so wenig schlechte Plattenzustände. Nee, ich hab mehr da raus, aber ich muss ja immer das ganze Equipment hier schleppen. Also die Platten, Licht und das Ganze. Ja, das ist ein ganz armer Kerl. Ich bin ein ganz armer Kerl. Ich bin schwacher. Keine Muckis in den Arm. Ja. Aber ja, schon mal eben. Schon eine halbe Stunde. Ganz kurz noch, die kam auch. Very Good Plus. Mhm. War draufgeschrieben. Hier ist zum Beispiel sowas, was ich eben erwähnt habe, mit den Kugelschreiber-Sachen, wo irgendwie vielleicht mal ein Kind oder irgendwie gab es auch eine Zeit lang, wo Leute auf ihre CDs, also im Booklet reingeschrieben haben, wer der Besitzer ist, so irgendwie. Ne? Gab es auch ganz häufig. Cover, ja. Würde ich als Very Good Plus wirklich noch durchgehen lassen, bis auf diesen Kugelschreiber. Ja. Hier sind Abnutzungen, jo, das ist okay. Mhm. Die Platte selber wurde mit Very Good Plus auch ausgezeichnet. Ist für mich kein Very Good Plus, also für mich wären die Very Good nur. Ja, die haben ein sehr starkes Grundrauschen, ich habe es ja auch schon gewaschen. Mhm. Aber... ja, die ist zwar sauber, sieht auf den ersten Blick auch wirklich gut aus, habe die durch die Plattenwaschmaschine laufen lassen, aber die hat halt altersbedingt wirklich ein Grundrauschen drauf schon. Mhm. Daher, hier würde ich dann schon wieder sagen, very good. Ja. Ja. Ja, gut. Wir sind auf eure Storys da draußen gespannt. Habt ihr ähnliche Geschichten zu erzählen, wo ihr auf irgendeiner Internetplattform oder beim Händler euch eine Platte geholt habt? Und dachtet so, okay, hier wird gerade irgendwie der größte Schrott als Mint angeboten. Lasst es uns sehr, sehr gerne wissen. Genauso wie ihr die Sachen einkategorisieren würdet. Also sprich, was bedeutet euch Mint, pur, fair? Nehmt die ganzen Begriffe. Wird uns brennend interessieren, das mal zu wissen in den Kommentaren. Lasst uns da sehr, sehr gerne da was zurück, was wir dann mit euch diskutieren werden. In dem Sinne, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz wichtig, abonniert den lieben Marco auf Instagram. Ich habe euch das Profil unten verlinkt. Lasst uns auch sehr, sehr gerne ein Abo hier auf YouTube da. Bis demnächst, gehabt euch wohl und ciao, ciao. Tschüss. Passion, you know, for the passion of the music.